Julian Schuster, Glückwunsch zum Klassenerhalt. Wie groß ist die Erleichterung? Ja, wahnsinnig groß. Wir haben unser großes Ziel erreicht am letzten Spieltag. Es gab es auch selten, vor allem hier zu Hause. Und ja, die Rahmenbedingungen waren geschaffen vor dem Spiel und zum Glück konnten wir mit einer guten Leistung heute bestätigen und sind denke ich auch trotzdem auch aufgrund dieser guten Spiele dann auch nochmal zur rechten Liga geblieben. Vor ein paar Jahren hatten wir eine ähnliche Situation, da waren die Vorzeichen auch ganz gut. War das noch im Hinterkopf? Ja, der große Unterschied war, dass wir heute zu Hause gespielt haben. Vor drei Jahren war es in Hannover. Von daher war es ein großer Unterschied und wichtig, dass wir ein Heimspiel hatten. Ich denke, vor allem hier zu Hause haben wir immer wieder gute Leistungen gezeigt und das konnten wir eben heute nochmal bestätigen. Es war eine sehr dramatische Saison eigentlich, wenn man zurückblickt. Ihr hattet eine sehr gute Vorrunde und dann kam diese Serie. Gab es da auch mal oder kam da auch mal die Selbstzweifel hoch? Nee, Selbstzweifel gab es nie. Im Gegenteil. Die Mannschaft ist immer mehr zusammengerückt, je schwieriger die Situation wurde. Und das zeichnet diese Truppe aus und ist sicherlich auch mit Ausschlag geben, dass eben dieser Zusammenhalt das dann eben auch ermöglicht hat, dass wir nächstes Jahr auch wieder Bundesliga spielen können. Wie geht es bei Ihnen im nächsten Jahr weiter? Ja, erstmal heißt es jetzt abhaken, die vielen Jahre auf dem Platz. Es war eine schöne Zeit. Wir haben schon viele Gespräche geführt, in welche Richtung es geht. Das werden wir auch so die nächsten Tage dann bekannt geben. Und es wird im Verein weitergehen. Ich werde weiterhin auf dem Platz stehen. Und ich freue mich, oder auf der einen Seite ist es, geht etwas zu Ende, aber auf der anderen Seite beginnt auch etwas Neues, auf das ich mich sehr freue. Aber Sie lassen sich auf gar keinen Fall mehr überreden, noch eine Saison dran zu hängen? Nein, die Entscheidung ist schon vor vielen Wochen gefallen, dass ich aufhören werde. Und von daher, wir haben genügend Jungs, die das wahrscheinlich dann auffangen werden, was man dann vielleicht auch so ein Stück weit hinterlässt, aber der Entschluss steht und ich freue mich jetzt auf eine neue Aufgabe.